Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen ein bisschen so wie Martin. Heute in einer Version, wo ihr dazu singen könnt. Die rechte Hand hat Doppelgriffe und das Arrangement klingt etwas voller. Ladet euch die Noten herunter, wenn ihr mitspielen wollt, druckt sie euch aus und kommt her an die Tasten. Die rechte Hand spielt und liegt mit dem Daumen auf dem C, C, F, C, G, C, F, 3, 4, C, F, C, G, C, F, 2, 3. Wir gehen mit dem dritten Finger auf E, G, G, G. Nochmal die erste Zeile. C, F, 1, 4, 1, 3, 1, Pause, 1, 3, 1, 4, 1, 3, Pause, Pause. Wir spielen in Takt 5, zweite Zeile weiter. F, A, E, B. Nochmal Takt 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 3, Pause. 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 3, Pause. C, C. Und die dritte Zeile ab Takt 9, B, D. B, F, G, C, A, B, G und A, F. Nochmal Takt 9, B, D, 1, 4, 1, F, G und C, A, Daumen aufs B, A, F. Gut gemacht. Drückt auf Pause und spielt dreimal diese Melodie für euch allein. Mit der linken Hand spielen wir F, A mit 3, 1, dann C, B und F, A. Weg. A, C, F, A, C, B. Zweite Zeile ab Takt 5, F, C, jetzt G, C, F, Oktave C, B, A, C, G, D, C, E, F, C, A, F. Die dritte Linie ab Takt 9, B und F. Prima gemacht, wenn ihr es bis dahin durchgehalten habt, spielen wir jetzt beide Hände miteinander. Rechts Daumen auf C, linke Hand F, A mit 1, 2 oder 3. Jetzt links C, B. Links F, A.
Das war ein bisschen so wie Martin. Ich wünsche, meine Spielhilfe hilft euch und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und natürlich Happy Playing!